Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber sehr feinen Unpacking, denn ich habe zum einen Post von Pretz Media bekommen und ich habe endlich nach 2,5 Monaten endlich das bekommen. Was da drin ist, schauen wir uns später an. Zunächst widmen wir uns dem Paket von Pretz Media, was wieder einmal schön verpackt daherkommt. Und wo ich glaube ich schon ziemlich weiß, was da drin ist, sollte es eigentlich keine Überraschung drin sein, denn da habe ich jetzt im Vorhinein nachgesehen. Ach, wieder ein paar Fitzers dann auch drin. Genau, da habe ich jetzt im Vorhinein nachgeschaut, was jetzt auf dem Weg zu mir ist und ja. Oh ja. Hallöchen. Hallöchen. Du schaust ja fesch aus, da muss man jetzt aber ganz vorsichtig sein. Zack. Du bist ein eher ein bisschen filigraner als die als andere Kollegen. Aber Baby. Oh yeah. Gut. Ja, das schaut schön aus. Wow, schaut das schön aus. Bist du deppert? Wir haben hier die Piece of Art Box von Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Und schaut euch dieses wunderschöne Artwork bitte an. Das schaut ja wirklich absolut wunderherrlich aus. Das ist wirklich ganz großes, großes Kino. Wow! Schauen wir mal rein und oh yeah! Wieder klassisch mit einem schönen Booklet drin, auch in schwarz-weiß gehalten. Und hier, was haben wir hier für ein Motiv? Ah, das ist ja cool gemacht. Das ist ja sehr cool gemacht. Eine eigene Disc haben wir hier drin auch. Also das ist jetzt nicht aus der Blu-ray, glaube ich, genommen. Und hier auch ein schönes Innendesign der Piece of Art Box aus dem Hause Birnenblatt. Und zum Film selber. Ich weiß, es ist Michael Bay. Ich glaube, das ist auch der einzige Film, wo Michael Bay halbwegs einen guten Job gemacht hat. Und wir haben hier eine kleine Retrospektive über das Texas Chainsaw Massacre. Jetzt uns zum Remake, wo natürlich Jessica Biel mit dabei ist. Das war eigentlich, glaube ich, damals der Hauptgrund, warum ich mir diesen Film angeschaut habe. Und das schaut mir alles wieder schön zusammengefasst auf. Oh, das Bild schaut wunderschön aus. Das Bild ist echt cool. Das Bild ist echt cool geworden. Und hier hinten. Ah, hier haben wir eine schöne Timeline, damit man sich auskennt, wie jetzt Remake und Sequel und Prequel und so weiter und so fort gehandelt wurde. Und hier hinten haben wir die Quellen. Ich will jetzt eigentlich nur wissen, wer den Text verfasst hat. Das wäre jetzt eigentlich ganz cool. Von Markus Hage, Herausgeber und Chefredakteur von Neon Zombie, hat diesen schönen Text gemacht. Sehr cool, werde ich mir dann im Bälde zu Gemüte führen. Und dazu haben wir ja auch das, was ich auch sehr schätze bei der Piece of Art Box, diesen kleinen Einschuber, der absolut perfekt ins Innenleben der Piece of Art Box passt, wo unter anderem auch die Limitierungsnummer draufsteht. Dieses Stück ist jetzt hier auf 1000 Exemplare limitiert und ist der fünfte Output der Piece of Art Box. Ein sehr, sehr, sehr cooler Release. Sogar mit Prägung vorne. Das gefällt mir richtig gut. Also vom Artwork her kommt das schon ganz weit vorne hin in Release des Jahres. Aber schauen wir mal, was ich mir da überlegen werde. Und jetzt
kommen wir dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das drin ist, was ich will. Ja. Oh, Baby. Oh, Baby. This is gonna get funny. Holy shit. Holy shit. Ich habe keine Ahnung, wann ich in der Mood sein soll, diesen Film anzuschauen. Ich habe eine weitere Sammlung mit diesem Film vervollständigt. Es fehlte mir genau dieser eine Teil dieser Serie. Und dieser ist relativ schwer zu finden gewesen. Es hat jetzt sich so ergeben, dass man jetzt doch im deutschsprachigen Raum jemanden hatte, der das ein bisschen vertrieben hat. Und jetzt habe ich's. Der dritte Teil der Vomit Gore Serie von Lucifer Valentine. Slow Torture Puke Chamber. Da regen sich sogar meine Nachbarn auf. Es soll der brutalste, es soll der derbste, es soll der extremste Teil der Serie sein. Ich habe mir selber bisher nur Vomit Gore, Slaughtered Vomit Doors und Regurgitated Sacrifice zu einem Teil angesehen. Also Vomit Gore 4 und die Angela Chapters und A Perfect Child for Satan, was ja da alles in die gleiche Sparte fällt, habe ich alles noch nicht gesehen. Aber ich habe ihn halt jetzt. Ich habe damit die Vomit Gore Serie vervollständigt. Und ich weiß nicht, ob ich stolz drauf sein soll. Ja, the third and final installment of Lucifer Valentine's Infamous Vomit Gore Trilogy. Ah ja, nö. Da hat Lucifer Valentine wohl im Jahre 2010 noch nicht geahnt, dass er da noch etwas weitermachen wird. Auf jeden Fall. Kann ich das hinten sagen? Ich glaube, ich kann es so sagen. Ja, da oben hat man noch ein paar Bilder. Es ist alles natürlich auf Englisch, weil dieser Film per se, glaube ich, nie im Deutschsprachigen rauskam und auch die Sachen, die über Black Lava rausgekommen sind, laufen, glaube ich, sogar nur mit deutschen Untertiteln, wenn überhaupt. Auf jeden Fall, ich hab's. Also ganz ehrlich, also vom Freudenfaktor her sind beide absolut großartig. Also das sind beides schöne Releases. Also ich meine, das sieht doch absolut wunderherrlich aus, diese Zeichnung. Natürlich, das spielt in einer anderen Liga, was hier Artwork und Aufmachung angeht. In Sachen Wert und Rarität ist das ein bisschen weiter vorne, ganz klar. Aber es sind beides schöne Sachen, muss ich sagen. Es sind beides wirklich schöne Sachen, die mir jetzt den Freitag versüßt haben. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen einen Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis die Tage.